Willkommen zurück zur Waldfolge. Minecraft ist ja Folge 824. Wir waren dabei, hier diese rund geschwungene Höhle, sag ich mal, hier auszubauen. Und genau das wollen wir auch tun. Das bedeutet für uns, wir sammeln hier nochmal ein bisschen was ein. Ach, wir haben gar keinen Platz. Haha, wir haben Platzprobleme. Da waren wir also stehen geblieben, ne? Hier hatten wir nämlich nur Steine drin und hier hatten wir irgendwas anderes. Krimskrams und noch so Zeugs. Hier hatten wir Lava, genau. Weil wir Lava da, genau. Und weil wir Lava halt gebraucht hatten das letzte Mal. Also eben, also quasi gestern. So, was haben wir denn hier noch? Wir könnten eigentlich mal hier so Sachen mitnehmen wie das und hier so kleines Deck an Items können wir mitnehmen. Kleines Decks an Items, sowas wie das. Und dann schmeißen wir den da rein und dann Andesite, obwohl Andesite können wir auch mitnehmen. Denn wir brauchen Stein. Brauchen wir hier. Sowas können wir mitnehmen, sowas können wir mitnehmen. So, da können wir Stein reintun. Hier können wir das mitnehmen. Ja, Kohle können wir mitnehmen, dann können wir die noch mitnehmen. Ja, Erde lassen wir mal hier. Die brauchen wir nämlich wahrscheinlich noch. Hier ist nämlich auch noch ganz viel Erde und Kohle und Andesite und Sand. Und das schmeißen wir mal zurück. Da geben wir nämlich mal kurz eine schöne Rakete, wollte ich schon sagen. Rakete wollen wir uns auf jeden Fall holen. Oui. Eine Rakete ist eigentlich schon eine. Oui. So. So, eine Rakete ist eigentlich schon eine Ender Chest. Nicht Ender Chest, sondern Dings hier. So, hier das noch rein und dann kommt unten kommt noch der Stack an Kohle und das andere rein. Guck, ob das jetzt funktioniert. Ich weiß nicht. So, der Stack und die Sticks. So, wir wollten mitnehmen diese Enderkiste, weil die brauchen wir hier nicht. Huch. Die brauchen wir hier nicht und dann brauchen wir weitere Schalkerkisten. So, wir nehmen einfach mal die mit. Gut. Ja, das braucht noch ein bisschen. Ist halt ein bisschen doof. Ach, guck mal, das ist wieder zurück. Dann dürfte doch der hier theoretisch gesehen auch. Ja, genau, da fährt er auch wieder rum. Genau. Da wird er auch wieder gefühlt. Wunderbar. So, dann müsste ja, dann ist der jetzt quasi voll, wenn der wieder da ist. Nee, ich habe dich angehalten, das ist unfair, das zählt nicht. So, dass du da auf jeden Fall nochmal eine Tour mehr machst, sag ich mal. So, 16 Glas und 32. Ja, ist eigentlich gerade doof, dass ich hier, achso, warte mal, der ist eh noch am Zählen. Ich war einfach nur aus dem Radius raus, sag ich mal. So, gut, dann können wir die Sachen eigentlich mal. Ja, die Enderkiste jetzt nicht. Da auch nicht. Schmeißen sie jetzt mal hier rein und dann tun wir die das nächste Mal einsortieren. Genau. Weil, wenn wir jetzt hier weggehen, kann es sein, dass unsere Zähler nicht mehr richtig funktionieren. Ach, guck mal, jetzt haben wir das hier. Natürlich hier ein Overflow wahrscheinlich drin. Genau, so, hier mach du mal weiter. Kannst du 33 dann später erzählen. Dann funktioniert das Ganze nämlich nicht. So, 11 Stück, das heißt, wir können auf jeden Fall wieder zurück. Und zwar wollen wir in die Richtung zurück. Genau, dass wir in die Richtung ankommen. Das heißt, wenn wir jetzt hier schön entspannt fliegen, können wir das auch wunderbar machen. So, das heißt, wir sortieren jetzt erstmal ein bisschen tatsächlich die Boxen hier. Das heißt, wir nehmen so, haben wir noch, können wir die nicht mit Dings nachschauen. So, das heißt, wir machen das einfach mal so. Wir machen hier nur Cobblestone rein. Nur Cobblestone, sage ich schon, nur Schalk, warte mal, da können wir auch die mal ganz kurz hier irgendwie platzieren, dass wir jetzt hier den Stein rausholen können, den wir haben. Und können den hier mit voll machen.
So, Gravel, mehr ist da nicht drin. Hier war noch ein bisschen. Ja, ein bisschen Stein war hier noch drin. War ja auch noch mit dem Stein drin. Ja, das haben wir auch schon gerne. Oh, hier ist Stein drin. Ja, Stein. So, eine Kiste, eine Steigerkiste voll. So, das heißt, zwei Steigerkisten sind ja auch quasi eine Doppelchest. Also ist quasi eine Chest, eine Schalker. So, genau. Das heißt, die kriegen wir auch gleich voll. So, hier auch nochmal ein bisschen Stein. Wunderbar. Das heißt, wir haben hier jetzt schon mal zwei. Warte mal, die und die. Vier Doppelkisten, zwei Doppelkisten an. Zwei Doppelkisten an Schalkers. Da ist kein Stein mehr drin, da ist kein Stein mehr, da ist kein Stein mehr, da ist kein Stein mehr. Da ist kein Stein mehr, da ist kein Stein mehr, so, da auch nicht. Wunderbar, da sowieso nicht. Das hätte mich auch grob gewundert, ne? So, jetzt gehen wir hier mal kurz rein. Ein bisschen Screenshot machen. So, was jetzt Phase hier ist, und zwar wollen wir ja so eine vier hohe Höhle, sag ich mal, bauen. Das heißt, wir bauen jetzt hier einfach mal ganz kurz hier sowas noch hin, genau so. Und dann haben wir das vier und dann kommt das hier. Und dann hier. Das Ding ist, wir müssen ja auch gucken. Vorne würde ich tatsächlich, glaube ich, nur drei hochgehen. Also wir machen hier alles mal auf drei erstmal hoch. Beziehungsweise wir müssen eigentlich gar nicht allzu drei hoch machen. Wir probieren es jetzt einfach mal hier vorne aus. Ne? Wir probieren es einfach mal aus. So, wir haben hier noch ein bisschen Licht. So, wenn wir jetzt hier das wieder hochgehen, genau, und dann haben wir hier sowas. Und das ziehen wir dann einfach mal durch auf quasi diese Gesamtlänge. So. Genau. So. Und hier das dann auch noch so wunderbar. Und hier das hier auch noch mal eins höher. So. Und das hier, genau, hier, das können wir auch noch mal so machen. Tatsächlich, dass mir da auf jeden Fall so ein bisschen die 3D-Textur. Ich dachte schon gerade, was ist das so komisch grün? Ne? Und dann können wir das hier auch wunderschön. Wunderschön ist das hier, ne? Da können wir hier auch noch gucken, dass wir hier. Ja, hier können wir eigentlich. Gut, das wird ja sowieso noch mit Dings ersetzt. Ja, genau. Und so und so und so. Genau. Wobei das wieder keinen Fluss hier ergibt, ne? Also das muss man auch ein bisschen drauf achten. So. Das hier einsammeln, wunderschön. So, und dann können wir hier nämlich jetzt hier auch noch mal weiter. So, einmal sowas machen hier, genau so, wunderbar, wunderbar. Wunderbar, hier das können wir auch noch wegreißen und dann können wir hier so wunderschön hier das hier. So, und hier wollten wir dann auch noch eine vierte Ebene und eventuell noch eine fünfte reinarbeiten. So. Ja, genau so und hier so ein bisschen, so ein bisschen in die Richtung noch so genau. Wunderbar. Das ist doch, guck mal, wie schick das ist. Und wir haben gleich schon wieder einfach ein bisschen Zeug hier, ein bisschen Steine hier. Also das ist ja verrückt. Wir müssen auch aufpassen, dass wir unsere Spitzhacke nicht kaputt machen. Denn ich suche immer noch meine andere Spitzhacke. Denn das ist so ein bisschen doof. Und so können wir nämlich hier auf jeden Fall schon mal hier so drei breit machen, also drei hoch quasi schon mal. Dann hätten wir das nämlich schon mal. Wunderschön.
Das ist wunderschön, wunderschön, wunderschön. So, hier wieder Fackeln setzen. Ja, guck mal, es ist auch wieder Nacht. Also, wir haben gar nicht geschlafen heute in der Folge, fällt mir gerade auf. Ne? Dann holen wir das auch gleich einfach in der nächsten nach. Würde ich fast sagen. Und dann können wir das auch alles entspannt machen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. So geht's. Wenn es dir gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung oder ein Abo und bis dann. Ciao, Leute.